Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Nächste Aktienanalyse. Wir werden uns jetzt die Fuchs Petrolub AG anschauen. Wir sind jetzt in der Bestseller Challenge unterwegs. Das heißt, wir gucken uns einen Chemieaktien an. Wir haben die BASF als eine der beliebtesten deutschen Aktien oder als eine der Aktien, die am häufigsten in deutschen Depots anzutreffen ist. Und wir challengen die jetzt. Und zwar haben wir, der erste Challenger war die Brenntag AG und jetzt der zweite Challenger. Den durftet ihr euch aussuchen und ihr habt euch entschieden für Fuchs Petrolub mit 46% der Stimmen. Linde hat schon 17% weniger der Stimmen bekommen und alle die anderen drei Alternativen, die waren irgendwo unter ferner liefen. Es trifft sich ganz gut, weil Fuchs Petrolub, die habe ich übrigens selbst im Depot. Ah, hier sind wir jetzt auf YouTube. So, Fuchs Petrolub habe ich selbst im Depot, kann ich euch mal zeigen. Ja, in dem, wie ich es nenne, Cashflow Depot, weil ich da auch ein bisschen was über mit Aktien und Optionen mache. Und das seht ihr dann hier, die Fuchs Petrolub. Die ist bei mir bescheiden erfolgreich, das Investment. Bin da noch immer mit 15% in den Miesen, also unrealisierte Kursverluste. War schon deutlich schlimmer. Wir werden dann noch sehen, dass sie eine kleine Erholung hingelegt haben. Aktueller Kurs bei ungefähr 40 Euro. Ich habe sie gekauft für 47 Euro, also relativ weit oben über Aktienoptionen. Der Kenner von euch sieht es, wenn ihr hier seht, Stück 100, und das ist genau eine Kontraktgröße. Da habe ich mich also nicht mit Ruhm bekleckert. Habe dann noch zwei andere Aktien, die in den Miesen sind, Fresenius und iRobot. Der ganze Rest ist so weit grün, wie ihr seht. Könnt ihr euch das Depot auch mal gerne in Ruhe anschauen. Habt ihr alle Informationen, die ihr auch gewohnt seid vom Starter Depot und von der Bestseller Challenge ebenfalls. Jetzt aber zurück zur Bestseller Challenge. Ich gleise dich kurz auf, falls du nicht mehr genau weißt, was das ist. Und zwar läuft die im Rahmen der Sparplanoffensive, wird gesponsert von der Consorsbank als depotführende Stelle. Mitmachen tun Homo Economicus, der investiert auch in Aktien, Dividendenaktien, und Talabox, der hier in ETFs investiert. Und dann haben wir uns hier eine Anlagestrategie ausgesucht. Wir haben uns mal orientiert an den beliebtesten oder den Bestseller-Aktien der Deutschen. Sind jetzt hier bei der BASF. Ich mache es mal ein bisschen größer, falls jemand auf dem Handy guckt. Ich persönlich gucke nie YouTube-Videos auf dem Handy. Mir ist der Formfaktor zu klein, aber ich habe mir sagen lassen, dass einige von euch das tun. Also hier sind wir momentan bei der BASF. 10 Aktien werden wir in Summe besparen mit je 25 Euro. Gesponsert, wie gesagt, von der Consorsbank. Vielen Dank an der Stelle. Und dann, ja gut, jetzt sind wir bei der BASF und wir arbeiten uns dann weiter nach unten. Und wir haben uns auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Wir haben ja auch schon ein paar Sparpläne jetzt im Depot eingerichtet. Dann haben wir hier die Banken, Automobilsektor und Telekommunikationssektor. Die haben wir schon, Royal Bank of Canada, Sixt und KDDI. Jetzt, wie gesagt, bei der Nummer 4. Und wir schauen uns jetzt Fuchs Petrolub an. Symrise haben wir ersetzt durch Brenntag. Und jetzt werden wir am Ende von dem Video abstimmen, welche der drei Aktien wir besparen werden. Gut, wenn du übrigens auch sparen möchtest, investieren möchtest, dann kannst du hier im Starterpaket dir einen Online-Broker aussuchen. Dann gibt es noch eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage. Gratis obendrauf. Das ist dann mein Beitrag zur Aktionärskultur, wie es so schön heißt. So ein dummes Buzzword, mit dem sich wunderbar Werbung machen lässt. Gut, hier seht ihr übrigens, dass wir schon ein bisschen was im Depot haben für 123 Euro. Und die Sparpläne, die wir momentan haben, die seht ihr hier. Das sind die drei, die ich schon genannt habe. Und ihr seht dann auch hier bereits die Gewichte nach Branchen und so weiter und so fort. Also einfach hier reingehen, wenn euch das Depot interessiert. Und wir werden am Ende hier wahrscheinlich ein Depot haben mit relativ hoher Dividendenrendite. Ich tippe mal so auf 3% aktuelle Dividendenrendite, werden wir dann kommen. Jetzt aber endlich zu Fuchs Petrolub. Fuchs Petrolub, die sind eigentlich langfristig so ein gutes Investment gewesen. Ist eines der Vorzeigeunternehmen, würde ich mal sagen, im deutschen Mittelstand. Ich würde es noch zum Mittelstand hinzuzählen, mit einer Marktkapitalisierung von, lass mich mal gucken, irgendwas um 5 Milliarden Euro, 5,4 Milliarden Euro im Vergleich zu BASF ein Zwerg, die sind Pi mal Daumen dann 12 mal größer,
als Fuchs Petrolub. Aber Fuchs Petrolub ist ein Weltmarktführer. Was machen die? Die produzieren Schmierstoffe oder Schmiermittel. Das sind dann meistens Öle oder Fette. Das heißt, immer wenn irgendwelche Metalle oder so aneinander geraten, dann versucht man, die Reibung zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen und den Kraftaufwand eines Getriebes beispielsweise zu minimieren. Und da ist Fuchs Petrolub ziemlich gut. Das hört sich irgendwie wenig aufregend an. Aber ich hätte es nicht gedacht, obwohl ich die Aktie schon habe, ich hätte es nicht gedacht, die haben über oder ungefähr 10.000 Produkte haben die entwickelt. Die haben ungefähr 500 Leute in der Forschung, die sich nur mit Ölen und Fetten und so Zeug beschäftigen und das weiterentwickeln. Und ja, das ist ganz offensichtlich ein anspruchsvoller Markt und es gibt sehr viele unterschiedliche Produkte, die auch in unterschiedlichen Anwendungsfällen benutzt werden. Und das seht ihr, das ist der Artikel, der Blogartikel, den ich parallel zum Video schreibe. Wieder alles nochmal nachlesen. Hier seht ihr, wohin quasi die ganze Schmiere von Fuchs Petrolub fließt. Also ungefähr ein Drittel in die Automobilindustrie, dann etwas weniger in Handel, Transport, Dienstleistungen, Baugewerbe, Landwirtschaft, Maschinenbau, verarbeitendes Gewerbe. Also sie sind relativ gut diversifiziert, wobei Schwerpunkt Automobilindustrie und Handel. Bei der Automobilindustrie, da poppt dann auch das Stichwort Elektrifizierung auf. Kam mir auch gleich in den Sinn, weil ich mal gelesen habe, dass es deutlich weniger bewegliche Teile in einem Elektroauto gibt, als es in einem Verbrenner gibt. Und dann gibt es natürlich weniger, was aneinander reibt und dann werden auch weniger Schmierstoffe benötigt, beispielsweise Motoröl. Ja, Fuchs Petrolub sieht da jetzt angeblich erstmal weniger ein Problem. Ich habe hier mal ein kleines Zitat. Und da steht im Prinzip, dass sie neue Schmierstoffe entwickeln müssen für Elektroautos, weil die Drehzahlen um den Faktor 10 bis 5 höher wären als im klassischen Antriebsstrang. Es ist also, auf der einen Seite gehen Schmiermittel quasi weg, werden weniger gebraucht, auf der anderen Seite werden offensichtlich neue Schmiermittel gebraucht. Ob die neuen Schmiermittel die alten Verluste, die Verluste der bisherigen Schmiermittel in den Verbrennern kompensieren können, weiß ich nicht. Jedenfalls scheint so, dass wenigstens auch wieder was nachkommt. Das läuft aber dann alles hier in der Automobilindustrie, also in diesem Sektor ab, bei diesen 31%. Der Rest ist davon nicht betroffen. Ja, gehen wir nochmal zurück hier zum langfristigen Chart bei TradingView.com. Also ihr seht, dass prinzipiell hier Fuchs Petrolub schon ein gutes Investment war, würde ich mal sagen. Also jedenfalls besser als Deutsche Bank oder auch BASF. Gab da hier mal so kleine Rückschläge, aber es sind hier so Rückschläge, die im Gesamtmarkt quasi gewesen sind. Hier die Finanzkrise und hier dann hier 2003, da waren die Kurse ja auch im Rahmen von der Dotcom-Bubble am Boden gelegen. Insofern jetzt erstmal würde ich das dem Unternehmen nicht ankreiden. Anders sieht es hier aus. Also ihr seht hier, dass die Aktie bei ungefähr 50 Euro war, als ich dann ungefähr auch zugeschlagen habe. Schande. Und dann ist der Aktienkurs auf knapp 30 Euro, 32, 31 Euro gefallen. Da muss also irgendwas passiert sein, weil wir haben ja jetzt hier zu dieser Zeit keine Krise. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Aktienfinder rein und schauen uns mal an. Muss mal hier ein bisschen. Hier gibt es einen kleinen Versatz, weil ich die Bildschirmgröße geändert habe. Ist egal, kommt ihr damit zurecht? Falls nicht, machen wir mal so richtig. So, jetzt müsste das eigentlich wieder sauber sein. So, jetzt aber, ja. Okay, hier, Fuchs Petrolub. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie so die langfristige Gewinnentwicklung ist, weil das ist ja das A und O. Wenn wir in eine Aktie langfristig investieren, dann sollten auch die Gewinnentwicklung überzeugen. Denn ansonsten können wir nicht von steigenden Kursen und Dividenden profitieren, weil das ja mein Slogan ist. Und außerdem ist mein Name Thorsten Tiet und ich bin der Betreiberseite aktienfinder.net. Und dann hier noch den kleinen Risikohinweis. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Alles Unterhaltung. Gute Unterhaltung, hoffe ich jedenfalls. So, wir sehen ja die langfristige Gewinnentwicklung und die scheint ja schon zu überzeugen. Und die Dividenden, die ziehen infolge der steigenden Gewinne auch an, jedenfalls die längste Zeit. Hier haben wir dann eine Abflachung vom Dividendenwachstum. Übrigens, Dividende liegt bei 2,4% momentan.
Was uns jetzt vor allem interessiert, aber das sind hier die rückläufigen Gewinner. Denn die haben auch ganz offensichtlich zu rückläufigen Kursen geführt. Die Aktie ist ja von 50 auf knapp 30 € gefallen, momentan wieder auf 40 € hoch. Schauen wir also an, was es da mit diesen rückläufigen Gewinnen auf sich hat und ob jetzt Fuchs Petrolub die besten Tage hinter sich hat. Die Gewinne sind im Prinzip ein Ergebnis aus Umsatzentwicklung und Margen. Die Bruttomarge mache ich mal weg. Siehst du hier schön steigende Umsätze, die längste Zeit jedenfalls. Und dann siehst du hier die Margen, die sind auch längere Zeit gestiegen. Dann sind sie von ungefähr 2010 bis 2015 Pi mal Daumen stabil weit oben geblieben. Und seitdem sind die Margen allerdings wieder rückläufig. Operative Marge bei 16,3%, momentan auf 12,6% gefallen. Das sind jetzt mal ausgerechnet ungefähr 23% Margenverlust. Das heißt, hier im 2015 hättest du bei einem Umsatz einen operativen Gewinn gehabt von 16,3 Cent und jetzt ist ein Umsatz nur noch einen operativen Gewinn von 12,6 Cent wert. Das ist natürlich ein Problem erstmal, was die Gewinnentwicklung betrifft. Also das wurde aber längere Zeit überdeckt durch die relativ stark wachsenden Umsätze. Allerdings stagnieren die Umsätze seit 2018 und die Margen sind weiter gesunken, was dann in Summe zu rückläufigen Gewinnen führt, was wir hier sehen, und dann eben die rückläufigen Kurse. Ich habe mich mal versucht, ein bisschen schlau zu machen, was es mit den rückläufigen Margen auf sich hat und wie Fuchs Petrolub es geschafft hat, so lange Zeit die Umsätze zu steigern, weil, wo muss ich hin? Hier in meinen Blog. Wenn wir mal schauen, wie der Gesamtmarkt der Schmierstoffe wächst, dann sieht das relativ bescheiden aus. Im Jahresbericht 2018 haben wir hier eine Entwicklung des Schmierstoffbedarfs, also ein Wachstum von Prognose 2018 auf 2019, 0,5%. Das ist also Stagnation. Noch ernüchternder wird es, wenn wir mal gucken, wie sich das Wachstum des Schmierstoffmarktes oder Bedarfs hier insgesamt entwickelt hat in den letzten Jahren, also nicht nur die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr, dann sehen wir, dass hier kaum was gegangen ist. Also wir hatten in 2011 einen Verbrauch gehabt an Schmierstoffen von 35,1 Millionen Tonnen. Und innerhalb von 1, 2, 3, 4 Jahren hat sich das gerade mal um 0,5 Millionen Tonnen erhöht. Auch da kann man von Stagnation sprechen. Also von 2011 bis 2015 hat sich eigentlich kaum was getan. Wenn wir aber hier mal gucken, dann sehen wir hier 2011 bis 2015 hier, hat sich ja doch was getan. Da gab es ja doch schon ein ganz schönes Umsatzwachstum von 1,65 Milliarden auf 2,1 Milliarden ungefähr. Ist die Frage, wie hat Fuchs Petrolub dieses Wunder hinbekommen? Das Wunder, das wird in der Vollanalyse offenbar. Und zwar ist der Chart hier für uns das Interessante. Ich zoome mal ein bisschen näher rein und mache dann die Sachen weg, die uns nicht interessieren. Das wäre das, das. Nee, das interessiert uns. Das interessiert uns nicht. So, genau. Ihr seht, dass die Bilanzsumme gewachsen ist von Fuchs Petrolub. Die war längere Zeit relativ stabil bis 2009. Und ab 2010 ist die Bilanzsumme gewachsen. Und war ganz ordentlich. In 2009 war die Bilanzsumme, also die kompletten Vermögenswerte des Unternehmens, lagen irgendwo bei, naja, 750 Millionen Euro. Jetzt Pi mal Daumen. Und zum Ende 2018 Geschäftsjahr wurden aus 750 Millionen Euro 1,5, 1,6, 1,7, ja, knapp 2 Milliarden Euro, 1,9 Milliarden Euro ungefähr. Und das ist in erster Linie durch Zukäufe realisiert worden. Das sieht man dann hier auch noch am Goodwill, also am Firmenwert, der aufgebaut worden ist im Laufe dieser Zeit, hat momentan 174 Millionen Euro Höhe. Das ist der Wert, den das Management bezahlt hat, der über dem Buchwert der zu übernehmenden Unternehmen gelegen ist. Das heißt, Fuchs Petrolub wächst nicht nur organisch, sondern wächst insbesondere durch Übernahmen. Und es scheint so, dass diese Übernahmen sehr effektiv
vonstatten gingen und ja, sich rentiert haben. Was hier vor allem, weil es wurde ja, es war die Margen waren ja lange Zeit noch stabil bei eben den steigenden Umsätzen. Das wäre anders gewesen, wenn die Synergieeffekte, wenn die Übernahmen nicht funktioniert hätten. Was sehr erfreulich ist, finde ich jedenfalls, das ist, dass diese Übernahmen nicht zu steigenden Schulden geführt haben. Die Schulden sind sogar noch ein bisschen gesunken. Erstmal sind sie bis hier gesunken und dann haben hier die Übernahmen angefangen. Dann sind sie leicht gestiegen. Hier 327 Millionen Euro, hier auf Spitze 470 Millionen Euro. Aber wenn man das in Gesamtbetrachtung zu der Bilanzsumme zieht oder sieht, dann sinkt die Schuldenquote. Das ist diese Linie hier. Und du siehst, dass die Schuldenquote momentan bei ungefähr 23% liegt und die kam von 78% im Jahr 2000. Wir haben ja also ein sehr solide wirtschaftendes und solide finanziertes Unternehmen vor uns. Trotz Übernahmen hat sich die Verschuldungssituation langfristig gebessert und die übernommenen Unternehmen sind aus meiner Sicht offensichtlich erfolgreich in den Konzern eingegliedert worden. Das ist eine große Leistung. Das liegt möglicherweise auch an der Holderstruktur, wie man so schön sagt, an den Anteilseignern von Fuchs Petrolub, weil 55% der Stammaktien gehören der Familie Fuchs und der Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub heißt Stefan Fuchs. Das heißt, dass dieses Unternehmen wirklich wie ein, aus meiner Sicht, Mittelstandsunternehmen, also langfristig geführt wird und nicht wie die Deutsche Bank beispielsweise von Koppa geführt wurde mit 25% Eigenkapitalrendite. Das ist ja oft ein Kritikpunkt an AGs. So ein Vorstand, der wird maximal meines Wissens für 5 Jahre bestellt und er wird bezahlt mit jährlichen Tantiemen, Boni, die eben von der jährlichen Zielerreichung abhängen. Und im Prinzip sind es Manager, die vielleicht kurz- oder mittelfristig denken, oft aber vielleicht nicht langfristig. Und hier, Fuchs Petrolub ist prinzipiell immer noch in Gründerhand. Und insofern denke ich, dass hier langfristig gewirtschaftet wird. Das könnte auch ein Ergebnis der sinkenden Margen sein, oder dieses, weil das ist teilweise auch gewollt. Und zwar gibt es eine Strategie, die heißt Fuchs 2025. Das ist so eine Art, ich glaube, 7 Jahre Plan, das ist in 2018 ins Leben gerufen worden. Und das sieht insbesondere erhöhte Investitionen vor, Investitionen in neue Werke, Investitionen in Forschung, dadurch auch Neueinstellungen, Investitionen in Digitalisierung, alles, was das Management eben gedacht hat, damit das Unternehmen weiterhin zukunftssicher ist und ja, die Gewinne in weiterer Zukunft weiterhin ausbauen kann. Führt jetzt aber erstmal noch zu sinkenden Margen. Das würde jedenfalls die Margenrückgänge erklären, neu von 2018, von 2017 auf 2018, nicht aber die ersten Margenrückgänge hier. Da habe ich keine Erklärung zu gefunden. Fuchs Petrolub kauft ab und zu mal Aktien zurück. Das sieht man besser, wenn man hier reinzoomt. Und zwar haben sie in 2008, 2009 Aktien zugekauft. Sehr schlau. Während der Finanzkrise, als die Aktienkurse am Boden lagen, dann nochmal in 2014. In den letzten Jahren haben sie aber keine Aktienrückkäufe mehr durchgeführt. Die Dividende, ist die sicher, ist sie nicht sicher? Das können wir uns hier auch in dem Chart angucken. Wenn wir hier die Tilgungskraft uns reinnehmen und dann Cash und Wertpapiere, das sehen wir hier. Muss man ein bisschen jetzt wieder in die Zukunft zoomen. Hier, das sind die letzten 4 Quartale, das ist nicht die Zukunft. Das ist der letzte Ist-Stand, den wir haben. Da siehst du hier die Tilgungskraft, das heißt der freie Cashflow, also der Geldfluss in und aus dem Unternehmen nach Investitionen. Wenn es hier grün ist, dann ist Geld hängen geblieben. Und von dem Free Cashflow wird jetzt dann auch nochmal die Dividendenzahlung abgezogen. Also das Grüne hier, das ist quasi das Geld, was ins Unternehmen geflossen ist, nachdem die Dividenden abgeflossen sind. Und hier siehst du, dass ab 2017, 2018, bezogen auf die letzten 4 Quartale, das relativ dünn ist. Aber hier kommt dann halt auch schon die Strategie Fuchs 2025 mit den erhöhten Investitionen zum Tragen und trotzdem ist die Dividende noch gedeckt.
Sie wächst allerdings hier kaum noch, steigt kaum noch von 89 Cent oder weniger, von 85 Cent auf 89 Cent, auf 91 Cent, 95 Cent dann. Sie wächst allerdings eben kaum noch, weil erhöhte Investitionen plus hier stagnierende Umsätze und sinkende Margen, also rückläufige Gewinne, lassen einfach kein stärkeres Dividendenwachstum zu. Ich halte die Dividende allerdings momentan noch für sicher. Also ich halte eine Dividendenkürzung für unwahrscheinlich, sagen wir es so. Und wir sehen hier übrigens auch in 2011, da hatten wir mal eine kleine Unterdeckung, die hat aber nicht zu einem Rückgang der Dividende geführt, sondern die Dividende ist weiter gestiegen. Das würdest du sehen, wenn ich hier wieder ein bisschen reinzoome. Was siehst du hier? Von 2010 auf 2011 ist die Dividende ordentlich gestiegen, obwohl der Free Cashflow dann nicht gereicht hat, um die Dividende zu decken. Gut, das wäre der aktuelle Stand von Fuchs Petrolub. Ihr seht übrigens, hier haben nur noch zwei Kollegen Analysen zugeschrieben: Dividenden-TV und Dividenden ohne Ende. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Da kommt jetzt dann meine Analyse auch noch bald hinzu, sobald ich die abgedreht habe und live gestellt habe. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Bewertung von Fuchs Petrolub. Und da gehen wir in den Dividenden-Turbo, weil viele Dividendeninvestoren, die machen ja die Bewertung anhand der aktuellen Rendite im Vergleich zur historischen Dividendenrendite fest. Hier ist der Ausschlag der Finanzkrise, den will ich mal nicht drin haben, weil das wirklich sehr außergewöhnlich war, behaupte ich mal. Hier siehst du dann ab 2012 jetzt, wie sich die Dividendenrendite so entwickelt hat. Das ist die Dividende in absoluter Höhe, das brauchen wir jetzt noch nicht. Und dann lege ich mal hier diesen 5-Jahres-Korridor drüber, wo das Hoch und das Tief des Korridors basierend auf dem 5-Jahres-Schnitt berechnet wurde. Und einfach mal, um hier so ein Gefühl zu haben, wann die Dividende aus dem Korridor, also aus diesem längerfristigen Mittel quasi nach oben oder nach unten ausbricht, wo wir uns da bewegen. Und da siehst du, dass die Dividendenrendite mal niedrig war, in Summe hier bei 1,5% hier in 2013. Da war sie wirklich, hat sie wirklich einen Tiefpunkt erreicht. Und ein Hoch hat sie erreicht vor kurzem im August 20, also diesen Jahres, bei rund 3%. Sie schwankt also zwischen 1,5 und 3% in den letzten Jahren. Momentan liegt die Dividendenrendite bei 2,4%. Wir haben hier eben eine Kurserholung gehabt, die zu einem absinkenden Dividendenrendite geführt hat. 2,4% ist natürlich deutlich weniger als 3% auf der einen Seite. Auf der anderen Seite liegt die immer noch deutlich über dem historischen Mittel. Wir haben ja hier Zwischenhochs gehabt, die aber unter 2%, 2,4% hier bei 2,4% lagen. Also historische Mittel immer noch überdurchschnittlich hoch. Aus dieser Sicht, aus der Sicht eines Dividendeninvestors, wäre die Aktie also günstig bewertet. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht, wenn wir das Ganze ein bisschen sophisticateder machen. Wir haben hier Bewertungsmöglichkeiten anhand des Gewinns, operativen Cashflows und der Dividende. Und wir suchen uns hier ja nur zuverlässige Bewertungsmaßstäbe, Bewertungsgrundlagen aus. Dass der operative Cashflow, der wackelt hier ein bisschen, deshalb machen wir den weg. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal hier rein auf den Gewinn, beziehungsweise auf die Gewinnentwicklung. Aus dieser Sicht könnte man schon ab 2002 die durchschnittliche Bewertung oder das Multiple berechnen. Meine linke Maustaste, die will ab und zu nicht so, jetzt hier. Also das würde im Prinzip schon funktionieren, was das Wachstum des Unternehmens angeht, des Gewinnwachstums, weil es ist ja immer relativ repräsentativ. Wo haben wir denn das Gewinnwachstum? Hier 30%, 40% und dann geht es hier runter. Naja, okay, 0%. Ja, vielleicht doch nicht so repräsentativ. Grafisch hat es ein bisschen anders ausgesehen. Was wir machen können, was wir sowieso machen werden, wir werden nicht den kompletten Zeitraum nehmen, weil eine Sache ist sehr auffällig bei Fuchs Petrolub und zwar das KGV. Wir haben hier nämlich, wie es so schön heißt, eine KGV-Expansion ab 2014. Hier haben wir KGVs von über 20. Und wenn du hier schaust, 2004, 2006, 2008, das sind immer 2 Jahresschnitte hier, dann siehst du hier KGVs, die waren leicht über 10. Also hier. Und jetzt plötzlich dann 15,5 und seit 6 Jahren ungefähr KGVs von über 20. Das heißt, die Fuchs Petrolub Aktie ist schon seit längerer Zeit deutlich höher bewertet, als es vor noch längerer Zeit gewesen ist. Ich würde deshalb mal
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das KGV von Fuchs Petrolub irgendwann wieder auf 10 oder 11 fällt. Deshalb halte ich das hier nicht für repräsentativ. Deshalb nehme ich Zeitraum hier ab 2012 mal. Also fange ab ein KGV von 15,5 an. Und dann siehst du hier nochmal ein bisschen näher. Jetzt siehst du die Einjahres-KGVs. Hier ab 2013 ist ein KGV von 20 erreicht worden. Und alles hier liegt immer über 20. Da kommen wir auf ein durchschnittliches KGV von 21,5, wenn ich das so mache. Das wäre dann quasi das faire Multiple. Und dann holen wir uns mal den Kurs dazu und den fairen Wert, der jetzt basierend auf diesem Multiple von 21,5 berechnet werden würde. Und dann seht ihr hier, dass die Aktie mal über, mal unterbewertet war, basierend auf diesem KGV. Also der Aktienkurs schwankt schon so um den fairen Wert hier rum. Hier haben wir dann eben gewisse Übertreibung. Ich muss dazu sagen, als ich die Aktie mir quasi ins Depot habe legen lassen über diese Option, da gab es hier diese Art der Bewertung noch nicht. Sonst wäre ich vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Naja, dann ist der Aktienkurs ja hier eingebrochen bis auf 32 Euro. Hat also dann Phasen der Unterbewertung erreicht nach dem Einbruch. Jetzt gibt es dann wieder hier diese Erholungsrallye, hat es gegeben auf knapp 40 Euro. Und ich zoome mal näher rein. Und wie du ja siehst, ist die Aktie jetzt wieder überbewertet. Da der Gewinn der Aktie hier eingebrochen ist, ist auch der faire Wert der Aktie eingebrochen. Der Gewinn soll sich dann wieder erholen, aber wie du siehst, hier relativ leicht. Und der Gewinn pro Aktie soll sogar in 2021 unterhalb des Gewinns pro Aktie hier der Vorjahre liegen. Also in 2016 hätten wir einen höheren Gewinn, einen ungefähren Gewinn von 2021. Insofern ist dann die Aktie auch nicht mehr wert in 2021, als es in 2016 wert war. Das siehst du dann hier, fairen Wert 2016 von ungefähr 40 Euro und 2021 40, 66, weil der Gewinn leicht höher ist, ne? 1,89 zu 1,86 genau. Ja, das heißt mit anderen Worten, dass wir hier nicht mit super hohen Renditen rechnen dürfen, falls sich die Gewinnprognosen bewahrheiten. Dann hätten wir hier eine Rendite von aufs Jahr von 3,3% für die nächsten 2 Jahre. Das, wie gesagt, wenn sich deine Analystenschätzungen bewahrheiten. Was natürlich immer passieren kann, ist, dass Fuchs Petrolub wieder irgendwo ein Schnäppchen macht und irgendeinen Mitbewerber aufkauft. Dann wird der Gewinn des Mitbewerbers der Gewinn von Fuchs Petrolub. Und das geht natürlich innerhalb eines Geschäftsjahres. Und ich glaube kaum, dass das Analysten hier eingepreist haben. Ich vermute, dass die Analysten hier in Summe einfach nur das organische Wachstum eingepreist haben, was eben ein sehr schwaches Wachstum ist, weil eben hier der Gesamtmarkt sehr schwach wächst. Und sobald Fuchs Petrolub aber wie gesagt irgendwo zuschlägt und es wieder erfolgreich macht, so wie sie es auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, dann kann das ganz schnell anders aussehen. Dessen ungeachtet gehe ich davon aus, dass weil dieses Unternehmen einfach so gut geführt ist und weil sie Weltmarktführer sind, sie haben 15% des Umsatzes an Schmiermitteln weltweit, kommt von Fuchs Petrolub. Ich habe hier in der Analyse auch nochmal geschrieben, wer die Nummer 2 ist im Schmiermittelbereich, die heißen Valvoline. Und die machen ungefähr die Hälfte vom Umsatz mit Schmiermitteln. Und alle anderen, die ich gesehen habe, die machen deutlich weniger. Also Fuchs Petrolub ist ganz klar hier der Weltmarktführer. Und für mich jetzt, um zu versuchen, ein Fazit zu ziehen, also für einen Einmalkauf, ich habe nicht nachgekauft, als die Aktie da unten war. Doppelschande, ich habe sie gekauft, als sie hier war, ich habe sie hier nicht nachgekauft. Für mich hier aktuell wäre es auch für mich kein Kauf, weil ich hier nach dieser Erholungsrallye die Aktie eben als ja, relativ hoch bewertet betrachte. Für einen Sparplan, da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da investieren wir ja peu à peu, Monat für Monat. Und so ist es jedenfalls angedacht für viele Jahre. Da denke ich schon, dass man seinen Schnitt mitmacht und dass man da auch langfristig über eine höhere Rendite als 3,3% erzielen kann, weil ich einfach davon ausgehe, dass Fuchs Petrolub nicht nur seine Stellung als Weltmarktführer verteidigt, sondern durch schlaue Zukäufe weiterhin sogar ausbauen wird. Und insofern denke ich, dass da langfristig mehr drin sein könnte als hier diese 3,3%. Insbesondere dann, wenn der Aktienkurs dann noch ein bisschen nachgibt, dann wäre man erstmal im Verlust,
in der Verlustzone. Aber dann würde man ja hier durch den Cost-Average-Effekt weiter günstig kaufen und würde dann langfristig seine Rendite erhöhen im Vergleich zu diesem Kurs jetzt als Einstiegskurs. Gut, so viel zu Fuchs Petrolub. Du kannst, wie gesagt, hier das Ganze nochmal gerne nachlesen, hier in der Aktienanalyse oder in den Aktienanalysen der Finanzcommunity hier. Ich würde jetzt einfach sagen, lasst uns mal abstimmen, welche Aktie ihr für die Bestseller-Challenge im Depot haben wollt. Da wäre ja BASF, Brenntag und jetzt eben Fuchs Petrolub als Nummer 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.